Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Shakes and Fidget. Gestern haben wir angefangen, weil gestern der Serverstart Europa 3 dran war und ja, das habe ich irgendwie zum Anlass genommen, mir das Spiel mal genauer anzugucken. Heute ist Samstag, kann man das eigentlich irgendwo sehen? Nö. Und ich habe ein bisschen gespielt gestern Abend noch, ich habe meine 100 Abenteuerlust noch verbraten, habe 242 Gold gemacht, 50 Pilze insgesamt und bin Level 12 geworden. Genau. Und so sieht es jetzt gerade aus. Ich habe auch eine Menge. Hoppala, Entschuldigung. Ich komme manchmal gegen das Mikro. Ein bisschen blöd. Naja. Habe noch ein paar Rüstungsgegenstände bekommen. Hier zum Beispiel diese Turnierrüstung des Grobschlächtigen mit einer 134er Rüstung und 10 Stärke. Das ist natürlich nice. Das ganze Gold kann man natürlich auch hier mal in die Attribute stecken. Das sollten wir vielleicht auch gleich mal machen. Aber guck mal hier zum Beispiel. Da ist Stärke, kostet mich einfach schon 115 Cent oder ein Dukaten, eine Goldtaler, Münze, wie auch immer. Naja, gut. So, jetzt bin ich hier gerade, habe ich mich gerade eingeloggt und ihr seht, es gibt hier einen Goldbarren und zwar ist das der tägliche Login-Bonus, weil ich mich heute eingeloggt habe. Und den holen wir erstmal ab. Oder auch nicht. Abholen da unten. Achso, hier draufklicken wäre jetzt blöd. Dann nehmen wir dann unten den. Okay, es kommt mir gerade sehr laut vor, aber nun gut. Was ist das nun? Was ist das nun? Wir gucken mal, ob wir den jetzt hier irgendwo haben. Nö. Oh, wir haben jetzt hier fünf. Was der Goldding, sie hat fünf Dinger gebracht. Na, das ist ja verrückt. Ja, nun gut, also das werten wir gleich mal auf. Lass uns erstmal gucken. Ui. Das ist ja jetzt hier bei Tag, das ist ja verrückt. Oder habe ich gestern Abend gespielt hier was? Gucken wir mal rein. Ja. Die hat schon wieder was zu sagen. Dieses Mal kannst du endlich ganz oben mitspielen. Dafür musst du allerdings was tun und nicht deine Zeit hier verplempern. Okay. Klicke für mehr Intus. Prachtparade der Pilze. Bis zu 20% mehr Pilze beim Pilzdealer. Höhere Fundchance von Pilzen am Tag. Ich weiß ehrlich gesagt nicht genau, was das hier ist. Also hier ist was auf Stufe 50 möglich. Fünffache Chance auf epische Gegenstände. Also keine Ahnung, was der mir sagen will. Abenteuerlust haben wir 100. Aber bevor wir das jetzt hier machen, würde ich vorschlagen, wir gucken mal kurz ins Glücksrad. Guten Morgen. Guten Morgen. Das ist ja schön. Es ist wirklich morgen, es ist 10.40 Uhr, als ich das hier aufnehme. Ich drehe jetzt mal frei. Na Wahnsinn, ich habe zwei Holz gesammelt. Okay. Und jetzt habe ich hier, ist das jetzt, warte mal, kann ich das jetzt hier... Ah, nee, das wird mir noch nicht angezeigt. Na gut, Glücksrad und Login-Bonus scheint hier das gleiche zu sein, interessanterweise. Gut. Mein erklärtes Ziel war ja eigentlich, hier die Festung aufzubauen. Das ist echt krass, dass das jetzt hier alles irgendwie hell ist. Naja, gut. Platz für Festung. Dafür muss ich aber Stufe 25 werden. Und ich würde vermuten, das wird heute nichts mehr. Denn selbst wenn ich meine 100 ausgebe, meine 100 Abenteuerlust, dann bin ich wahrscheinlich immer noch nicht Stufe 25. Denn ihr seht, ich bin jetzt hier Stufe 12. Das ist, naja. Na gut. Dungeons. Da habe ich gestern diesen Dungeon hier freigeschaltet. Hier warten mächtige Gegner auf dich und den würde ich doch heute Morgen als allererstes mal ausprobieren. Gucken wir uns die mal an. Erstens die entweihten Katakomben. 1 von 10. Gesperrt, Stufe 10. Gerade erst hast du deinen Fuß in das staubige Kellergewölbe gesetzt. Da materialisiert sich in der Dunkelheit bereits eine erste spukhafte Erscheinung. Ein gruseliges Gespenst versucht, dir Angst zu machen. Die Toten sind erstaunlich lebendig. Ich denke, wir müssen einfach kämpfen, oder? Ah, ich finde es sehr schön. Also mir gefällt es gerade richtig gut. Wir kämpfen jetzt hier gegen... Ach, du heiliger Bimbam. Okay, alles klar. Da haben wir vielleicht ein bisschen verloren. What the heck? Also eigentlich sollte ein Held ja eher siegreich aus einem Kampf hervorgehen. Oder es zumindest ernsthaft versuchen. Wir haben ihm 600 Schaden gemacht. Er hat uns einfach mal 2000 Schaden gemacht. Können wir das noch... Oh. Nach deinem letzten Dungeon-Kampf brauchst du eine Pause, eine Stunde oder einen Pilz. Eieiei. Okay, ich sehe schon, worauf Hallo. Das ausläuft. Hier war nochmal die Frage, ob wir nicht jetzt vielleicht einfach tatsächlich mal upgraden und einfach 10% Reisedauer sparen. Das würde ich mal machen. Wir upgraden das mal.
Bam, dann laufen die Stunden wieder von vorne. Wir haben einen Pilz verloren, haben aber jetzt 10% quasi dazu gewonnen und laufen jetzt mit dem, wie ich finde, schöneren Tiger umher. Den finde ich definitiv schöner. Guten Morgen. Okay, guten Morgen. Wir gucken nochmal hier rein, ob wir nicht das eine oder andere vielleicht für ein paar Dollar erweitern können. Zum Beispiel hier den Glücksknoten des Zurechtfricklers. Wobei, ehrlich gesagt, macht das gar nicht so viel Sinn, oder? Treibsanduhr der Ungeduld erlaubt dir, jeweils ein Abenteuer zu überspringen. Wie viel haben wir denn davon? Wir haben im Besitz 103 Treibsanduhren. Ich finde, den sollten wir kaufen. 104. Einfach, weil sie da ist. Okay, was haben wir da sonst noch? Das hier, Intelligenz, Glück und so weiter. Trank des Trostpreisabstaubers, Laufzeit 3 Tage, Glück. Also ich würde mal sagen, das hier müssen wir noch nicht unbedingt mitnehmen. Trank des Treppensteigers, Laufzeit 3 Tage, Ausdauer plus 10%. Das finde ich interessant, nehmen wir das doch mit da rein. Okay, jetzt haben wir schon 2 Tränke. Den Tiger, können wir den umplatzieren? Nein, was kommt denn hier rein? Weiß man nicht so genau. Die Ehrenhalle. Ich bin Rang 24.000. Ich glaube, ich habe mich etwas verschlechtert. Knapp 60.000 spielen. Ich bin ungefähr bei der Hälfte. Besser als 58,05 der Spieler. Gut, das wollen wir heute noch mal ein bisschen erweitern. Insofern machen wir mal Folgendes. Wir geben erstmal ein bisschen Geld aus für bestimmte Attribute. Zum Beispiel hier machen wir einfach mal auf 90. Ich bin ja so ein Freund von glatten Zahlen. Vielleicht ein bisschen zwanghaft, man weiß es nicht genau. Das hier ist pink, Basis 25, noch 4 extra, Ausrüstung 13, Klassenbonus 1. Den setzen wir auf 50. Glatte Zahlen, ne? So, Ausdauer erhöht deine Lebensenergie. Das hier ist die Ausweichchance. Die sollten wir auch deutlich nach oben setzen. Gerade haben wir ja die Kohle. So. Kostet jetzt 2, aber das ist ja nicht so schlecht. Kritische Treffer finde ich auch wichtig. Da machen wir mal 50 draus. Warum das hier irgendwie mehr wird, weiß der Kuckuck. Hier ist auch wieder keine glatte Zahl. Ich weiß nicht, vielleicht ist das so ein Rundungsgedöns. So, Widerstand. Aber gegen was denn? Ich weiß nicht genau, wo Widerstand, Intelligenz durch 2 und Schadensreduktion. Der Berserker verliert aufgrund seiner Wutausbrüche 50% seiner Rüstung. Gut, ich bin halt sehr impulsdurchbrüchig. Ich bin halt Berserker. Nun gut, so viel dazu. Jetzt würde ich sagen, gucken wir uns mal hier im... Guten Morgen. Guten Morgen, Hallöchen. 6 Minuten. Ist ja die Folge rum. Ist ja verrückt. Machen wir mal 3 Minuten. So. Und ja, jetzt müssen wir hier... Also ich glaube, das ist wirklich so ein Spiel, Guten Morgen. Was man einfach nebenbei noch laufen lassen kann. Oh, hier Rüstung zum Beispiel für 12. Können wir nochmal deutlich erhöhen. Rüstung, Stärke, Intelligenz und Glück dafür nach unten. Aber das kostet auch einen Pilz. Rüstung, Stärke. Jetzt müsste man die miteinander vergleichen können. 120 plus und Geschick. Ja, okay. Aber das kostet 5 Pilze. Ja, wir wollen nichts mit Pilzen haben, tatsächlich. Ich möchte nichts mit Pilzen haben, sodass das hier das Einzige ist, was ich mir jetzt vorstellen könnte. 88 und 17. Und dann wird das. Dafür können wir die dann verkaufen, kriegen so ein bisschen Geld zurück. Auch nicht schlecht. So, und dann gehen wir mal weiter. Was haben wir da sonst noch? Das sind alles die Pilzsachen. Ja, das mit den Pilzen müssen wir mal gucken, ob wir da Belohnungen kriegen mit den Pilzen. Habe ich jetzt gerade noch nicht drauf geachtet tatsächlich. Na gut. Was ist denn das hier? Schwebende Kristalle. Die schwebenden Kristalle haben eine ganz besondere wichtige Bedeutung für dich und dein Leben. Okay, jetzt habe ich die vielleicht kaputt gemacht. Wo ist denn überhaupt mein Inventar? Ich habe doch Holz bekommen, oder nicht? Ich habe Holz bekommen. Ich habe doch in dem Glücksrad... Hallo. Genau, wo ist denn das hin, das Holz? Hier in meinem Inventar ist es nicht, aber nur wenig Inventar-Slots. Wahrscheinlich kann man die mit der Zeit auch freischalten. Und wir haben noch die Arena. Du kannst keine anderen Spiele angreifen, während du auf Reisen bist oder arbeitest. Okay, dann müssen wir noch eine Minute warten. Abhakliste zum Abhaken.
Abhakliste zum Abhaken. Abenteurer, verbrauche deine komplette Abenteuerlust. Das habe ich gestern gemacht. Da wartet ein Auftrag an der Toilettentür. Okay. Hau wem auf die Mütze und bekomm dafür Erfahrungspunkte. Und Drehwurmdreh an Dr. Abawuwus, Schicksalsmaschine 1 von 20, täglicher Login-Bonus. Ah ja, das ist die Abhakliste zum Abhaken, das verstehe. Stall, besorge dir ein zuverlässiges Reittier, das haben wir gemacht. Das ist die Schicksalsmaschine, hier kann man, das habe ich gestern total vergessen, ja. Beim Ausloggen einfach mal vergessen, das hier zu machen. Sehr ärgerlich, sehr ärgerlich. Hier haben wir die Dungeons, okay, verstehe. Schöne Kristalle haben die ganz besonderen... Was passiert hier? Man weiß es nicht. Die Ehrenhalle, die haben wir uns auch nicht angeguckt. Was ich sagte, hier ist das Platz 1. Rotsputnik. Wahnsinn. Ah, die Rotsputnik, das ist ja, wo ich draufklicke. Wo bin ich denn? Ich dachte, das hier wäre meiner. Rotsputnik. Bin ich hier irgendwo? Seht ihr mich hier irgendwo? Also, ich will ja nicht meckern, aber kann ich mal bitte... Wo bin ich denn? Ah, hier. 24.776. Das wollen wir ein bisschen ändern. Brauchen wir ein bisschen Ehre für. Mal gucken, wie wir das hinkriegen. Wir könnten auch nochmal einen Trank irgendwie uns angucken. Kämpfen gehen. Ach, guck mal, wir haben auch einen Pilz bekommen. Okay, ich muss mal so ein Gefühl kriegen, wie viele Pilze man so ungefähr sammelt am Tag. Wir sind ja gestern mit 40 gestartet und haben jetzt 51 gehabt. Ne, oder haben wir 50 gehabt, jedenfalls 10 Pilze gefunden. Ist vielleicht nicht so schlecht. So, hier ist die Toilettentüre. Toilette, hier geht's zum stillen Örtchen, das vor allem deshalb so still ist in letzter Zeit, weil irgendjemand den verdammten Schlüssel verbummelt hat. Schön ärgerlich, schon ärgerlich. Zumal man diesem Abort ja ganz besondere magische Eigenschaften nachsagt. Aber so eine verschlossene Klotür, die hat schon viele bärenstarke, schwer bewaffnete Abenteurer aufgehalten. Verstehe. Und hier gibt es einen Auftrag. Ein geheimer Geheimauftrag des Tages. Guten Tag. Ihr Auftrag, sollten Sie ihn annehmen, lautet heute, 5 siegreiche Kämpfe gegen andere Helden durchführen. Diese Botschaft wird sich in 5 Sekunden in einen Frosch verwandeln und davon hüpfen. Okay, also was soll ich machen? 5 siegreiche Kämpfe gegen andere Helden. Dafür kriege ich 1800 Belohnung. Das ist natürlich nice, weil das eben bedeutet, ich glaube, das macht man hier in der Arena, ne? Ja, krass. Wir kämpfen mal gegen ihn hier. Für die ersten 10 Arena-Kämpfe des Tages bekommst du im Falle eines Sieges neben Ehre und Gold auch Erfahrungspunkte. Ja, mit der Eieiei, okay. So, 100 Ehre gewonnen. Wir sind 2256 Ränge aufgestiegen und haben 11 Gold gemacht. Das klingt doch easy peasy. Den werden wir jetzt hier verlieren wahrscheinlich. Du bist erschöpft und musst dich von dem letzten Kampf erholen. Um 11.02 Uhr ist der nächste Kampf möglich. Alternativ kannst du einen Pilz einwerfen, um jetzt sofort gegen Arena-Kämpfe für Erfahrungspunkte. Noch 9 von 10. 11.02 Uhr, das ist in 10 Minuten. Ach, da können wir natürlich warten. Ach, hier steht ja wohl hier unten. Okay. Ja, cool. Dann ab in die Taverne. Und dann machen wir noch. Morgen. Na, guten Morgen. Dann machen wir doch noch hier so ein Zeugs. Hier gibt es zum Beispiel den Stärkeling Sie. Ja. Oh, ich glaube, ich habe jetzt gerade nicht drauf geachtet. Und das sollte ich vielleicht tun, wie das Verhältnis zwischen Abenteuerlust ist und gewonnenen XP und so weiter. Hier, da haben wir schon einen von 5. Okay, das hält einen so ein bisschen auch im Spiel, glaube ich. Ja, ich würde mal sagen, was haben wir da sonst noch? Post können wir mal gucken. Da haben wir aber keine neue Post. Das haben wir gemacht. Postfach leeren. Was haben wir hier? Das ist ein bisschen so ein Questlog, ja? Ist das ein Questlog? Naja, gestern haben wir ja nicht so viel Arena-Kämpfe gemacht. Keine Ahnung, was das hier bedeutet. Du hast keine Freunde in deiner Liste. Ich habe keine Freunde. Nur weil ich ein impulsdurchbrüchiger Typi bin. So. Jetzt habe ich schon wieder nicht aufgepasst, was das ist. Achso, wir gucken nochmal die Ehrenhalle. So, guck mal, jetzt bin ich schon Platz 22.000. Sehr gut. Also wir arbeiten uns langsam nach oben vor. Das finde ich gut.
Gilde, das ist genau das. Waffenladen, Zauberladen, Arena. Hier müssen wir warten, hier müssen wir warten, hier müssen wir warten. Und das hier ist an der Construction Portal. Dieses magische Portal ist wegen Bauarbeiten vorübergehend geschlossen. Verschlossen. Das ist der Stall. Ach, schön. Ich mag ja so kleine Wimmelbildchen hier tatsächlich sehr gerne. Was suchst du? Und mal ganz kurz gucken, wenn ich noch hier einen schicken Trank habe für irgendwas. Ausdauer könnten wir nochmal extra 10 nehmen. Ausdauer gibt mehr Lebensenergie. Haben wir da nicht schon einen? Stärke, nochmal Ausdauer. Wir könnten nochmal Ausdauer nehmen. Warum eigentlich auch nicht, ne? Au, der wird einfach aufaddiert. Eieiei. Okay, das heißt, man kann den nicht... man kann sich da nicht nochmal extra boosten. Brauchen wir denn Glück für... kritische Treffer, Chance, gleich Glück mal 5, maximal 50 HP, Schadensbonus bei kritischem Treffer. Also hier könnte man Glück noch da aufwerten. Was haben wir denn hier? Ja, dann nehmen wir lieber mit denen hier noch dazu. Haben wir jetzt, habe ich nicht ganz verstanden, 10%? Hat das jetzt 1% hier gemacht? Na komm, dann investieren wir hier nochmal ein bisschen. Kritische Trefferchance finde ich auch immer wichtig. Was kostet das denn? 1,55. Wir haben ja 200. Ich finde, das sollte man jetzt auch nicht so geizig sein. Ja. So, und hier können wir vielleicht auch ein bisschen höher schrauben. Aber ihr seht schon, das geht ganz schön in die Preise. Widerstand. Nun gut. So, gucken wir mal, was das hier macht. Erledigt. Kampf. Rotlicht. Skubus. Succubus, Entschuldigung. Ist das jugendfrei? Ich hoffe, ja. So, wir haben nochmal einen Pilz gesammelt und haben jetzt dieses schicke Halskettchen. Wenn wir das jetzt anlegen, kriegen wir ein bisschen Stärke und ein bisschen Intelligenz dazu. Das ist doch schön. Das können wir für einen halben Taler verkaufen. Ich finde, es läuft gut. Bin mir nicht ganz sicher, aber ich finde, es läuft gut. So. Ich suche jemanden für ein Abenteuer. Jetzt ist hier zum Beispiel, ne? Aber 6,3. 4, da kriegt man die Hälfte. Muss aber trotzdem mehr bezahlen. Und das hier ist... inklusive 100% Aktionsbonus. Na gut, dann nehmen wir mal das hier an. Ja, und jetzt wartet man sich hier so einen Wolf. Und gestern habe ich tatsächlich... warte mal, wir haben doch aber auch 104. Wir haben doch da einen gekauft. Dann lass uns doch mal einmal hier das Ganze überspringen. Ah ja, da geht's direkt zurück. Alles klar. Okay, wir können aber... what the heck? Warum haben wir jetzt so oft angegriffen? Okay, wir haben das Ganze mit einem Fläschchen jetzt hier quasi übersprungen. Ja. Krass, okay. Gut. Kriegerherz kennt keinen Schmerz. Kriegerherz kennt keinen Schmerz. Gut, vielleicht können wir uns ja dann doch so ein Dings kaufen hier. Mit einem Pilz, wenn wir da so einen Pilz schon haben. Ich meine, kann man natürlich auch mal investieren vielleicht. Das hier erscheint das beste Intelligenz minus 9. Und was fehlt dann noch? Glück. Minus 5. Gut, das müssen wir vielleicht jetzt nicht machen. Können wir im Momentchen noch warten. So, was haben wir sonst noch? Jetzt achten wir mal darauf, ob wir Geld kriegen. Nö, da passiert einfach nichts, oder? Oder ich krieg's nicht mit, kann auch sein. Na, keine Ahnung. Das hier wäre halt interessant, wie man das wieder hochpowert, ob man nur einmal am Tag das hier machen kann. Guten Morgen. Guten Morgen. Ihr seht schon, die Abenteuerlust ist ja, das bringt ja hier gar nichts. Also hier kriegt man eine Menge Geld. 1, nehmen wir das, weil die Aufträge nicht so hübsch sind. Also ich möchte tatsächlich eher, ja, voranschreiten mit meinem Charakter. Vielleicht muss ich dafür dann, warte mal, vielleicht kann man die ja wieder auffüllen. Gegen Pilze oder sowas.
So, Ehrenhalle. Na, wir sind schon auf 21.000 runter. Das ist doch schön. Und fast 22.000. Das ist okay. Festung, wie gesagt, ja, da müssen wir auf Stufe 25 kommen. Da müssen wir mal abwarten. Das war der Pilzdealer, ja? Ja, genau du. So, was haben wir denn da? Was kriegen wir denn für 6 Euro? Da kriegen wir einmal 160 Pilze. Diese speziellen Pilze sind zum einen beliebte Währungen. Wir kriegen 1000 Gold, ist die Hauptwährung im Spiel. Du kannst dir für Gold zum Beispiel Waffen, Ausrüstung kaufen oder auch deine Attribute verbessern. Wir kriegen den Greifendrachen für 4 Wochen. Mit diesem Reittier bist du doppelt so schnell unterwegs. Das bedeutet 50% kürzere Reisedauer. Und jedes Abenteuer kostet nur noch die Hälfte an Abenteuerlust. Ist das so? Und hier der Trank des ewigen Lebens erhöht deine Lebensenergie um 25. Können wir noch mal eben in den Stall gehen? Hier. Willkommen in meinen Stallungen. Wesentlich effektiver als ein schöner, schnöder Drachengreif. Umweltprämie. Was ist denn eine Umweltprämie? 540. 25. Meine Reittiere bieten nicht in Form von Leasingverträgen an, so sparen sie bares Geld und kommen zum Genuss an. Also ist aber 50%, aber hier in dem Paket wurde doch gesagt, dass die Abenteuerlust reduziert wird. Verfügbar bis Stufe 20, 1 von 1, das ist ein Starterpaket. Und dann kriegen wir halt hier den Trank des ewigen Lebens, Lebensenergie um 25 gestärkt. Da können wir mal drüber nachdenken, aber ob ich jetzt 6 Euro für das Spiel ausgebe, das sehe ich gerade noch nicht. Ja, falls das jemand für mich machen möchte, könnt ihr euch gerne melden. Dann bin ich da durchaus geneigt, das zu machen. Hallo. So, jetzt gucken wir nochmal. Hier machen wir nochmal das. Ja, ich würde mich gerne mehr umgucken oder würde gerne mehr machen. Wir können mal in der Gilde rumgucken. Gilde beitreten. Du bist noch nicht Mitglied einer Gilde. Willst du eine neue Gilde gründen? Zum Gründen gib bitte einen Namen für deine neue Gilde an. Das könnten wir eigentlich machen, oder? Raids 0 von 150 erfolgreich bezwungen. Nächster Raid, das Planschbecken. Gilde hat 24 Mitglieder. Leiter ist Rohr. 13. Durchschnittliche Stufe ist 16. Klicke auf die Lupe, um Mitgliederliste anzuzeigen. Eieiei. Okay, da seht ihr hier die ganzen. Krass, okay. Beschreibung. Können wir das wieder wegklicken? Ausbauen Gildenpad. Ich würde gerne wissen, was man da an positiven Sachen hat. Anleitung. Oh, nee, das wollen wir nicht. Jetzt öffnet sich hier Payment. Das wollen wir nicht. Dann nehmen wir mal schnell wieder zurück. Okay. Gut, machen wir mal einen kleinen Ausblick. Heute ist ja Samstag, das war jetzt so die erste Folge. Ich werde jetzt mal heute noch spielen und morgen noch spielen und Montag auch spielen. Und Montagabend dann aufnehmen, sodass ihr Dienstag dann eine Folge hiervon seht. Lass mich mal ganz kurz hier auf meinen Plan gucken. Genau, und dann seht ihr am Dienstag quasi, wie weit ich gekommen bin. Ja, genau, so machen wir das doch mal. Ich hoffe, dann bin ich schon Stufe 25 und vielleicht habe ich dann auch schon so ein bisschen die Festung ausgebaut. Also die aktuellen Fragen, falls jemand Fragen beantworten möchte. Moment. Wetter manchmal ein bisschen impulsdurchbrüchig. Und ich habe einen Treibsand oder Ungeduld bekommen. Cool. Das heißt, wir haben jetzt wieder 104. Cool. Was wollte ich jetzt sagen? Also, falls jemand Fragen beantworten möchte zu diesem Spiel oder mir sagen kann, wie es geht, immer gerne her damit. Genau, den wollte ich jetzt erledigen. Gucken, ob wir den schaffen. Der macht nicht so viel Schaden. Jetzt hat er ungefähr so viel HP wie ich. Und den schaffen wir. Ja, den schaffen wir. Genau. Frage Nummer 1 wäre halt quasi, was machen wir mit den Pilzen? Sind die wertvoll? Und wie, wenn ja, wie wertvoll sind sie? Und Frage Nummer 2, wie kriegen wir unsere Abenteuerlust wieder aufgewertet? Das ist ja. Und Frage Nummer 3 für heute, und dann ist aber auch Feierabend, wo ist unser Holz? Ich meine, ich habe ja Holz irgendwie hier. Schön, dass du wieder da bist. Ich habe ja Holz hier irgendwie erspielt. Irgendwo muss das ja sein, das Holz. Ja, und hier ist es irgendwie nicht.
Nun gut, also vielen Dank fürs Zusehen. Ich mache jetzt einfach nochmal weiter. Ach ja, genau, vielleicht kann mir noch jemand erklären, was diese schwebenden Kristalle eigentlich bedeuten. Ne? Gut, bis dahin, macht's gut.